Liebe Jugendliche, ich freue mich, dass ihr euch für das Thema Leiden interessiert. Denn so junge Menschen, wie ihr es seid, die haben ja wahrscheinlich noch nicht so viel Leiden erlebt. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, bei mir fing das Leiden erst so mit ungefähr 30 Jahren an. Vorher hatte ich so eine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Und dann kam vieles Schlag auf Schlag. Da sind meine Großeltern gestorben und dann auch die Eltern, so einen gewissen zeitlichen Abstand und Todesfälle, Arbeitslosigkeit, Verluste und vieles andere. Und da wird man dann doch auch geprägt davon. Und so habe ich mich dann auch intensiv mit dem Thema Leiden beschäftigt. Woher kommt das Leiden eigentlich? Welchen Sinn hat es? Warum oder auch wozu? Alles solche Fragen, die man sich stellt über das Leiden. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, eine Gemeinde in Norddeutschland, da waren einige Jugendliche in den USA unterwegs in einem Mietwagen. Und dann habe ich jetzt gehört von Geschwistern, die hatten einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto. Einige sind tot, andere haben es überlebt. Und wie ich gehört habe, die, die gestorben sind, die waren Gott sei Dank schon Kinder Gottes, schon gerettet, wiedergeboren durch den Geist Gottes. Die anderen, die es überlebt haben, die haben noch mal eine Chance bekommen, die waren noch nicht gerettet. Ja, wie wäre es gewesen, wenn auch die jetzt gestorben wären? Sie würden dann vor dem Richter Gott stehen. Ohne Glauben an Jesus hätten sie keine Chance, aber jetzt haben sie von Gott noch mal eine Chance bekommen. Aber wir fragen uns natürlich, warum lässt Gott so etwas zu? Und auch junge Christen im blühenden Alter, so von ungefähr 20 Jahren, in einer Sekunde abgerufen. Gott sei Dank waren diejenigen vorbereitet, die jetzt umgekommen sind. Bist du auch vorbereitet? Bin ich vorbereitet? Habe ich ein gereinigtes Herz durch das Blut Jesu Christi? Bin ich ein Kind Gottes? Die Fragen stellt man sich ja und stellen wir uns hoffentlich alle, wenn wir an plötzlichen Tod, an Vergänglichkeit denken, leiden. Nun, ich habe einen kleinen Vortrag mal zusammengestellt über das Thema Leiden, habe versucht, systematisch mich mit einigen Fragen auseinanderzusetzen. Das erste ist die Frage, welche Arten des Leidens gibt es? Das zweite die Frage, woher kommt das Leid? Das dritte die Frage, gibt es einen Sinn des Leidens, eine Erklärung dafür? Und das vierte und letzte Thema dann, oder der Abschnitt, gibt es einen Weg, um das Leid zu überwinden? Wie gehen wir damit um? Zunächst also die Frage, welche Arten des Leidens gibt es? Nun, wenn wir in die Zeitung schauen oder uns mit der Umgebung beschäftigen, dann lesen und hören wir vieles, zum Beispiel von Kriegen, von Morden, von Raubüberfällen. Man liest und hört, wie Menschen anderen Menschen Leid zufügen, sie bestehlen, sie töten. Es gibt riesige Krisengebiete auf der Erde, Hungersnöte, Armut, Gewalt, Terrorismus. Allein in Afrika sterben Hunderttausende von Kindern fast jedes Jahr an Hunger. Es finden sich Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, die plötzlich tausende Menschen aus dem Leben herausreißen. Nun, das sind einige Beispiele für kollektives oder überpersönliches Leiden, das also viele Menschen auf einmal trifft. Aber dahinter dürfen wir nie den einzelnen Menschen vergessen. Es gibt immer auch den einzelnen Menschen, der betroffen ist, oder die Angehörigen, die jemand verloren haben aus der Familie, vielleicht die Kinder oder Geschwister, Eltern, Verwandte. Es gibt auch persönliches Leiden, das jeden individuell erreichen kann. Man geht zum Arzt und bekommt eine Diagnose, wie zum Beispiel Krebs, die das Leben total verändert. Das ist ja die Angst, die vielleicht in jedem von uns sitzt. Ist es Krebs? Ist es heilbar? Hat schon Metastasen, also Tochtergeschwülste gebildet? Wie lange habe ich noch zu leben? Leukämie, auch schon bei Kindern. Alles das ist vorhanden, alles das lässt Gott zu, ja, diese Leiden. Es gibt auch Depressionen und andere seelische Leiden. Viele Menschen, die Neurosen haben, Psychosen und wie diese Krankheiten alle heißen,
Verlustängste, Angstzustände, dass man sich in keinen Fahrstuhl traut ohne Ängste, dass man sich nicht auf die Straße mehr traut. Die psychiatrischen Kliniken sind voll von solchen Betroffenen. Leiden auch empfinden wir über unser Versagen, dass wir nicht alles richtig machen. Das ist auch ein Leiden, das uns treffen kann. Und dann denke ich auch an die vielen suchtkranken Menschen, die zu verdrängen suchen, die Realität, mit der sie nicht fertig werden. Sucht hängt eigentlich damit zusammen, dass man etwas sucht, dass man nach einer Erfüllung sucht, nach einem Genuss, nach etwas, das einen erfüllt, was man aber so nicht findet. Und dann denken sie, sie meinen, sie fänden das etwa im Drogenkonsum, im Alkoholkonsum, im Rausch, Zigaretten und alles Mögliche. Aber man wird dadurch passiv und man kommt in noch mehr Elend hinein, weil sich dadurch keine Probleme lösen. Die Probleme werden nur weggeschoben, verdrängt. Verdrängung ist nie eine Lösung. Und Sucht macht den Menschen nur noch schwächer, nur noch ärmer. Auch materiell, weil diese Suchtmittel sind sehr teuer, vor allem auch Drogen. Und viele kommen dann sogar in die Kriminalität hinein, weil dann diese Beschaffungskriminalität entsteht. Man muss ja immer teurere Drogen kaufen und wird dann unter Umständen eben zum Kriminellen. Es gibt auch ein Leiden an der Sünde, an den Verfehlungen und Unterlassungen, an der Lieblosigkeit, an dem Egoismus, unser Versagen, dass wir eben nicht perfekt sind. Es betrifft auch Christen. Wir wollten vielleicht immer das Beste, aber nicht immer schaffen wir es, aus eigener Kraft schon gar nicht. Auch hier brauchen wir die Hilfe unseres Herrn Jesus Christus. Und dann gibt es eine Art von Leiden, die speziell Christen trifft. Das Leiden um Jesu Willen. Der Herr Jesus sagt es voraus, etwa in Matthäus 5, ab Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also Verfolgung um Jesu Willen, nicht um eigener Schuld willen, sondern aus Liebe zum Herrn, wenn wir ihn bezeugen, dann können wir manche Verfolgung, manchen Spott, manches Leiden erdulden müssen. In 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 14, schreibt der Apostel Petrus, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, also heruntergemacht werdet, ja, verleumdet und schlecht gemacht, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Diese Verheißung, das ist schon ein Trost im Leiden, dass man das wissen darf. Um Jesu Willen Leiden zu tragen, darauf liegt die Verheißung der Seligkeit, einer ganz besonderen Gnade Gottes, die er den Jüngern und Jüngerinnen erweist, die ihm die Treue halten, auch wenn es etwas kostet. Auch bei uns weht wirklichen Christen der Wind der öffentlichen Meinung immer stärker ins Gesicht. Durch die politischen Entwicklungen, durch eine Ideologie, die immer mehr den Genderismus und diese sogenannte Antidiskriminierungsgesetze auf den Teller hebt, auch zunehmende Islamisierung. Bekennen wir uns da auch noch zum Herrn, wenn es vielleicht einmal mehr Muslime als Christen in unserem Land gibt, wenn wir auch islamisiert sein sollten. Das kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Ich will jetzt nichts an die Wand malen, aber auch schon im kleinen Kreis gilt es einfach, treu zum Herrn zu bleiben und ihn nicht zu verleugnen. Nun das Zweite. Ich habe einige Arten des Leidens beschrieben, nur einige. Jetzt die Frage, die sehr viele, auch schon Philosophen bewegt hat, aber auch jeden Menschen. Woher kommt das Leid? Man spricht ja auch von der Theodizee-Frage, griechisch Theos und Dikaios, Gott gerecht, also die Gerechtigkeit Gottes. Ist Gott gerecht, wenn er das Leiden zulässt?
Nun, wenn wir zurückgehen zum Anfang der Bibel, dann erkennen wir, dass die Welt gut und der Mensch sogar auch sehr gut von Gott erschaffen worden war. So in 1. Mose 1 zu lesen. Im Urzustand des Paradieses gab es noch kein Leiden. Die Menschen lebten in unbeschwerter Gemeinschaft mit Gott und allen Geschöpfen. Und so ging es auch den Geschöpfen und auch den Tieren. Keines fraß das andere auf. Im Paradies war das wirklich so. Da gab es noch keine Sünde am Anfang. Aber dann kommt eben diese Störung in diese wunderbare Harmonie hinein. Satan geht in Gestalt der Schlange auf die Menschen zu und möchte sie zur Trennung von Gott verführen. In 1. Mose 3, wir haben das schon mal diese Abende gelesen, beim Thema Okkultismus. In 1. Mose 3 lesen wir, dass Satan hier zunächst Eva als die medial empfänglichere, als Frau, verführt und dann durch Eva auch den Adam mit. Und sie werden durch eine vierfache Verlockung betrogen. Erstens, der Mensch soll zur Selbstvergottung verleitet werden, ihr werdet sein wie Gott. Zweitens, zur Bewusstseinserweiterung, eure Augen werden aufgetan. Drittens, es wird ihm Unsterblichkeit vorgegaukelt, wenn er die Gebote Gottes übertritt. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und viertens, überhaupt werden Gott und seine Gebote in Frage gestellt, sollte Gott gesagt haben, diese vier Lügen der Schlange, die das Wesen des Okkultismus, der Sekten und so weiter auch kennzeichnen. Wir haben schon betrachtet diese Tage. Die Folge ist nun aber, dass es dadurch zum Sündenfall kommt, zum Abfall von Gott, zur Abkehr vom Schöpfer. Und die Folge davon wiederum ist nicht die von der Schlange versprochene Herrlichkeit, Erkenntnis und Unsterblichkeit, sondern, und jetzt kommen wir zur Antwort auf die Frage, woher kommt das Leid? Die Folge des Sündenfalls ist die Mühsal, das Leiden, die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit über die gesamte Schöpfung. Und deshalb ist das Leiden global, allumfassend, betrifft alle, Schuldige und Unschuldige, weniger Schuldige, man kann das nicht aufrechnen. Denn die ganze Schöpfung ist in das Leiden infolge des Sündenfalls hineingezogen. Da fingen dann Erdbeben, Katastrophen und all diese Dinge an. Der ganze Globus ist ins Wanken geraten. Und das lesen wir in 1. Mose 3. Diese Stelle möchte ich mit uns aufschlagen. 1. Mose 3. Und zwar die Folgen des Leidens. Die Folgen des Sündenfalls in Form des Leidens, so muss ich sagen. Also 1. Mose 3, ab Vers 14. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, nämlich die Menschen verführt, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Manche spekulieren, ob die Schlange früher Beine hatte. Steht hier nicht ausdrücklich, aber auf jeden Fall ab diesem Moment ist es eben eine typische Schlange, die kriecht, die nicht laufen kann, sie immer sich im Staub wälzen muss. Und ich will Feindschaft setzen, sagt Gott, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Same der Schlange ist Satan, also und seine Dämonen. Das ist ja Satan hier selber, symbolisiert durch die Schlange. Aber der Same der Frau ist Christus, der ja aus der Linie von Adam und Eva kommt, aber als der reine, sündlose Sohn Gottes, gezeugt im Leib der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist. Feindschaft zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, nämlich der kommende Christus, der Erlöser, er wird dir den Kopf zertreten, und zwar am Kreuz auf Golgatha, als er sein Blut vergießt, und dadurch wird Satan besiegt. Das Blut, das den Menschen reinwäscht von aller Sünde und Befleckung. Das vergießt der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha. Also er, Jesus Christus, wird dir den Kopf zertreten, der Same der Frau, der Nachkomme, der verheißene Messias. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Kreuzigung ist damit gemeint. Ja? Der Herr Jesus musste ans Kreuz gehen, aber dort hat er der Schlange, die ihn in die Ferse stach, den Kopf zertreten und sie damit besiegt. Und zur Frau sprach er, Gott, sprach zur Frau. Und das ist jetzt die Folge des Sündenfalls. Hier kommt jetzt das Leiden.
Die Ursache des Leidens, die Wurzel, das wird hier erklärt. Zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also es kommt die schmerzhafte Geburt, die Wehen wird entstehen hier. Und trotzdem, wer schon Kinder bekommen hat, ich durfte schon mehrfach dabei sein, welche Freude ist es dann, wenn das Kind da ist? Da nimmt man das doch gerne auch auf sich. Aber es ist eben ein Teil des Leidens infolge des Sündenfalls. Die Mühen der Schwangerschaft. Und weiter, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Hier merken wir, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht mehr so ungetrübt ist. Das ist ein Sehnen, ein Begehren, ein Herrschen jetzt hineingekommen, das vorher so wohl noch nicht da war, kann man davon ausgehen. Ja? Dieses Herrschen und Sehnen und Begehren und abhängig sich machen und all diese Dinge, die wir auch heute bei Beziehungen erleben, da brauchen wir einfach die Gnade des Herrn, dass das auf eine gesunde Basis kommt. Herr Jesus kann auch hier helfen. Und zu Adam sprach er, sprach Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Also der Erdboden wird verflucht und es gab im Paradies keine Disteln und keine Dornen. Da gab es nur schöne, gute Früchte, kein Unkraut, wie man heute sagt, nichts, was gepiekst hat, auch keine Schnaken, bin ich überzeugt. Das gab es da alles nicht. Aber jetzt durch den Sündenfall, weil der Mensch selber wie Gott sein wollte, nicht mehr Gott anerkennen wollte als seinen Herrn, jetzt kam all dieses hinein, was uns so Beschwernis macht. Das hat mein Bruder gesagt, wo wir so auf einer Wiese waren bei einem Grillfest. Ich habe das so bewundert, guck mal, wie herrlich hier, die Blumen und alles, hat er gesagt. Ja, aber im Himmel wird es noch viel herrlicher sein. Das ganze Gepiekse und diese ganzen Zecken und die Schnaken, das wird da alles dann nicht mehr sein. Und ja, wenn man so unterwegs ist im Wald, wir wohnen ja direkt am Waldrand, 10 Kilometer Wald hinter dem Haus in Pforzheim, Schwarzwald, da sind wir sehr dankbar. Aber gerade jetzt ist so die Schnakenzeit, ja, unsere Tochter, wir machen so Radtouren gern. Ich sage, sie radelt jetzt lieber nur noch in der Siedlung, aber nicht im Wald, weil da jetzt momentan alles voller Schnaken ist. Und seht ihr diese Mühsal, auch dieses Fressen und Gefressenwerden in der Schöpfung, dieses Übertragen von Krankheiten durch Zecken zum Beispiel, FSME, Borreliose und was auch alles da schlummert, das war vorher nicht da. Das kam und kommt auch davon, dass der Mensch selber über Gott herrschen will und nicht Gott den Herrn sein lassen möchte. Und es betrifft ja nicht nur Adam und Eva, sondern jeden Menschen. In jedem Menschen wohnt seither diese Ursünde oder Erbsünde, wie man es auch nennen kann, wird praktisch jetzt nicht unbedingt genetisch, aber ich sage mal geistig weitergegeben über die ganzen Generationen, dieses sündhafte Wesen. Und nur durch das Blut Jesu Christi, durch seine Gnade, können wir davon reingewaschen werden. Die Vergänglichkeit bleibt trotzdem, aber wir haben einen Zugang zum Himmel. Ja, und hier ist also der Erdboden verflucht, Dornen und Disteln und die Mühe der Arbeit. Vorher stellt man sich manchmal vor, die haben zwar auch den Acker bebaut und bewahrt, das heißt es in Paradies, ja. Sie haben schon Arbeit gehabt, aber jetzt kommt die Mühsal der Arbeit. Im Schweiß deines Angesichts, das lesen wir jetzt, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und jetzt das härteste Los, die härteste Strafe, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Tod, Vergänglichkeit. Woher kommt das Leid? Ganz klar durch die Übertretung des Gebotes Gottes im Paradies. Die Welt war gut geschaffen, aber der Mensch hat sich von Gott losgesagt und muss jetzt die Folgen tragen, jeder Mensch. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, immer noch wunderschön aus Gnade Gottes. Es blühen noch die Blumen, die Bäume kriegen grüne Blätter, es gibt wunderschöne Tiere. Auch der Mensch ist wunderbar geschaffen.
Und doch Schmerzen, Krankheiten, Nöte. Das ist die globale Struktur des Leidens. Und jetzt komme ich zur dritten Frage. Wir haben ja jetzt noch zwei Punkte, zwei haben wir schon. Arten des Leids, woher kommt das Leid? Jetzt der dritte Punkt. Gibt es einen Sinn des Leidens? Einen Sinn, eine Erklärung? Menschen bemühten sich ja seit jeher um Erklärungsversuche, warum Leid auftritt und wozu es dienen kann. Einige möchte ich nennen, aber ich möchte vorausschicken, dass viel Leid unerklärlich bleibt. Es gibt nur die eine Erklärung dafür, durch den Sündenfall. Überschwemmungen, Dürrekatastrophen, Erdbeben, das können wir nicht erklären durch individuelle Schuld des Einzelnen, sondern nur durch die kollektive Schuld der gesamten Menschheit durch den Sündenfall, dass das in die Schöpfung hineinkam. Deshalb können wir nicht immer im Einzelfall fragen, welche Sünde hat der gemacht, dass er so bestraft wird, sondern es ist einfach in die Schöpfung jetzt hineingelegt worden, eine gefallene Schöpfung. Und man muss auch im individuellen, persönlichen Schicksal oftmals auch sagen, wir wissen keine Antwort, eine gewisse Sinnlosigkeit, nicht alles erklären können oder erklären wollen. Nun, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, trotzdem hilft es natürlich, wenn man auch dem Menschen, der Fragen hat, einige Erklärungsversuche an die Hand gibt für das Leiden, vor allem wenn es jemand ganz persönlich betrifft. Und so einige Erklärungen möchte ich jetzt uns noch mitgeben. Welche Erklärung haben manche Menschen am schnellsten zur Hand? Wenn jetzt jemand zum Beispiel krank wird, ja, habt ihr auch schon gehört, das kommt als Strafe. Du hast gesündigt, also wirst du krank. Ganz einfach. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was denkt ihr? Nun, sowohl als auch. Es kann stimmen. Ein Mensch war vielleicht leichtsinnig, hat sich zu dünn angezogen, wollte angeben, wie abgehärtet er ist, und da zieht er sich eine Bronchitis zu. Ganz einfache Erklärung, ja. Das ist dadurch dann eigene Angeberei als Schuld oder Leichtsinn und was auch immer. Oder viel gravierender, ein Mensch lebt in Untreue und bekommt eine Geschlechtskrankheit, vielleicht sogar AIDS, eine schlimme Seuche. Da steht auch persönliche Schuld und Sünde dann im Hintergrund. Oder ein Mensch bestiehlt jemand und kommt dann ins Gefängnis. Auch dieses Leiden ist selbstverschuldet, ganz klar. Aber nicht jedes Leiden kann man so erklären. Es gibt auch Krankheit, die kann sich nur erklären durch das globale Leiden der gefallenen Schöpfung, dass eben die Krankheit in die Menschheit, auch in die Tierwelt und Pflanzenwelt hineingekommen ist. Und so kann man also nicht unbedingt sagen, wenn jetzt jemand Krebs kriegt, der hat besonders viel gesündigt, deshalb diese schwere Krankheit. Wenn jemand Schnupfen hat, der hat nur leicht gesündigt, also eine kleine Krankheit, das wäre Unsinn, ja? Ich hoffe, das versteht ihr. So dürfen wir nicht argumentieren. Also dieses mit der Waagschale, so viel gesündigt, so viel krank und so, das immer auszugleichen, das wäre eine Anmaßung. Der Mensch selber kann sich fragen, habe ich vielleicht gesündigt? Es gibt einen Hinweis beim Abendmahl, 1. Korinther 11, wenn jemand unwürdig das Mahl nimmt, dass dann manche entschlafen sind, manche krank geworden sind, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also wenn jemand zum Beispiel gar nicht wiedergeboren ist, gar kein Kind Gottes ist und das Mahl nimmt, kann sein, der wird tatsächlich krank als Strafe Gottes darüber. Das gibt also auch diese Möglichkeit. Aber auch das dürfen wir nicht verallgemeinern. Also wir können nicht jede Krankheit unbedingt auf eine einzelne Sünde der Person zurückführen, sondern es ist der allgemeine Zustand der Welt nach dem Sündenfall, dass Menschen krank werden und auch sterben. So, also Leiden kommt als Strafe, das kann man nur sehr bedingt sagen und nicht vor allem, wenn Menschen wirklich ganz kaputt sind, wenn sie vielleicht ein Kind verloren haben oder irgendwas passiert ist, sagen, also ihr müsst ja schlimme Sünder sein. Wäre das ein guter Seelsorger, der dann sowas den Leuten dann sagt, auch noch dazu, dann würde sie in noch tieferes Leiden hineinstürzen. Also da muss man auch Taktgefühl haben und nicht jetzt mit dem Hammer noch draufschlagen, wenn jemand ohnehin schon am Boden zerstört ist, sondern liebevoll, aber doch auch biblisch diese einzelne Situation betrachten. Es kann sein, dass auch Sünde im Spiel ist. Das muss man dann aber herausfinden und diese Sünde
bekennen und dann wird sie auch vergeben, wenn wir sie dem Herrn bekennen und abgeben. Ja, aber jetzt einige positive Erklärungen für das Leiden. Leiden kann und soll uns auch lehren, Gott ganz zu vertrauen. Wirklich unser ganzes Vertrauen auf den Herrn zu werfen und nicht auf uns selber zu bauen, die wir so stark sind, die wir so Supermänner und Superfrauen sind, die uns kann nichts passieren, wir machen alles selber. Ja, das ist ja dieses Denken, das gerade auch jungen Menschen, der ältere Mensch vielleicht nicht mehr so, der hat schon zu viel erlebt und ist schon zu oft an seine Grenzen gekommen. Aber kannst auch du als junger Mensch zugeben, dass du doch nicht vollkommen bist, dass du doch nicht so stark bist, dass du alles aus eigener Kraft schaffst, sondern dass du auch Hilfe brauchst, dass du den Herrn brauchst? Leiden führt uns auf den Boden zurück, auf den Boden der Tatsachen, der Realität. Leiden kann uns lehren, Gott, Jesus ganz zu vertrauen. Und ich möchte sogar sagen, auch aus eigener Erfahrung, wir sind Gott nie näher als im Leiden. Das führt uns wieder ganz zurück zum Nachdenken, zur Stille, zum Bibellesen, zum Besuch der Gottesdienste, dass wir getröstet und gestärkt werden. Auf einem märkischen Friedhof liegen sich zwei Gräber mit einer sehr ähnlichen und doch grundverschiedenen Inschrift gegenüber. Im ersten Grab liegt ein junger Mann von 20 Jahren. Er ist ermordet worden von politischen Gegnern und war viele Monate irgendwo verscharrt gewesen. Dann fand man ihn und er war der einzige Sohn seiner Mutter. Die Mutter war ganz verzweifelt und deshalb setzte sie auf den Grabstein außer dem Namen und dem Geburts- und Todesjahr nur ein Wort. Sie ließ darauf schreiben: Warum? Warum? Die Warum-Frage. Ja? Warum lässt Gott es zu? Gibt es überhaupt einen Gott? Diese Frage. Dann ein zweites Grab, das liegt diesem ersten Grab dieses Sohnes direkt gegenüber. Und in diesem liegt ein junges Mädchen begraben. Derselbe Familienname, ein Jahr später gestorben als der junge Mann. Und es ist die Tochter derselben Mutter, die auf den ersten Grabstein hat schreiben lassen, warum. Aber auf diesem Grabstein stehen drei Worte. Gott weiß, warum. Hat sie ein Jahr später auf das zweite Grab ihres anderen Kindes dann schreiben lassen. Gott weiß, warum. Auf dem dunklen Weg, der zwischen diesen beiden Gräbern lag, hat die Mutter aus der Verzweiflung herausgefunden, zum Glauben, zum Vertrauen auf Gottes Führung, dass Gott keine Fehler macht, auch wenn diese Wege sehr schmerzhaft sein können. Leiden kann dazu führen, aus dem Schlaf, aus dem Sündenschlaf, aus dem Todesschlaf aufzuwachen, nach dem Warum zu fragen und die Antwort in Gott, in der Bibel zu finden. Leiden kann dazu führen, dass wir ins Fragen kommen und umkehren aus Oberflächlichem, dahin vegetieren. In Jesaja 26, Vers 16 lesen wir: Herr, wenn Trübsal da ist, wenn also Leiden da ist, wenn Bedrängnis da ist, dann suchen wir dich. Erst dann, frage ich mich, müssen Menschen immer erst in Trübsal, in Drangsal, in Nöte kommen, bevor sie nach Gott fragen? Bei mir war es zum Beispiel anders. Ich kam mit 18 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ich habe ja gesagt, bei mir fing das richtige Leiden erst so mit 30 Jahren an, wo dann alles Mögliche zusammenkam. Auch dreimalige Arbeitslosigkeit dann später, zweimal aus Gewissensgründen, einmal aus einer schweren persönlichen Schicksalsführung heraus. Aber Gott hat mich immer festgehalten. Ich bin nicht abgefallen, er hat mich in seiner Hand gehalten. Bin ich bis heute sehr dankbar. Es gibt einen Film und auch ein Buch von einer inzwischen nicht mehr so junge Frau, aber damals, als sie es geschrieben hat, war sie noch recht jung. Joni Eriksson, vielleicht hat manche schon davon gehört. Sie ist ja durch einen Sprung in ein zu flaches Wasser gelähmt worden, als junge Frau schon vom Halswirbel abwärts. Sie kann praktisch nur ihren Kopf bewegen, aber keine Arme und keine Beine, nichts. Und sie hat diesen Satz geschrieben. Ich zitiere, das ist ihr Zeugnis, vielleicht kann das nicht jeder in einer solchen Lage so nachsprechen, aber sie hat es so gesagt.
Lieber sitze ich hier in diesem Rollstuhl und gehöre Jesus, als dass ich ihm mit zwei gesunden Beinen ein ganzes Leben lang davonlaufe. Joni Eriksson. Das heißt mit anderen Worten, sie hat die Priorität erkannt ihres Lebens. Sie hat erkannt, dieses Leben, das ist nur eine kurze Zeit. Und da kann sie nicht mehr viel machen. Sie kann aber noch singen, sie ist sogar Sängerin, sie malt mit dem Mund, sie diktiert Bücher und hilft anderen Menschen zum Herrn zu finden. Ein sinnvolles Leben, trotzdem noch draus geworden. Aber sie weiß, die Ewigkeit, die ist viel länger. Und wenn sie Jesus davongelaufen wäre, mit gesunden Beinen, dann wäre sie nicht in den Himmel gekommen. Dann hätte sie nicht diesen Sinn gefunden. Auch wenn sie menschlich gesehen ein Wrack ist, ja. Aber geistlich gesehen ist sie für viele ein Segen geworden, ein Trost auch. Auch ein Apostel Paulus findet sehr persönliche Worte über sein Leben. Das möchte ich auch noch vorlesen in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9. Ein Apostel Paulus, dieses Glaubensvorbild, kann Folgendes schreiben. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Zitat Ende. Das heißt, wegblickend von sich, möglichst wegblicken und immer auf den Herrn schauen. Dieses Irdische ist vergänglich, egal was hier passiert auf der Erde. Unser Blick ist nach oben gerichtet. Und deshalb, auch wenn sie uns verfolgen, wenn sie uns töten, wenn der IS morgen hier kommt, nach oben schauen und wissen, wenn ich ein Kind Gottes bin, bin ich beim Herrn und diese ewige Freude und Seligkeit kann mir keiner rauben. Das ist die einzige Haltung eines Christen, um auch in der Verfolgung durchzukommen. Gerade auch in der Verfolgung. Den Herrn Jesus über alles lieben und ganz sich an seiner Hand festklammern. Er wird uns emporziehen, auch aus dem Leidenstal heraus. Könnt ihr noch, oder ist zu viel, geht's noch? Das ist der dritte Vortrag heute, ich weiß, für mich ist auch anstrengend, aber mit Gottes Hilfe machen wir weiter. Und ich will noch ein paar Punkte doch nennen. Leiden kann dazu führen, dass wir zu geistlichem Wachstum kommen. Zu geistlichem Wachstum. Eine Missionarsfrau hat Folgendes berichtet. Ich war hell entsetzt, mein Mann nahm eine Axt und haute auf den Stamm eines Baumes ein. Es war ein Avocado-Pierbaum. Avocado und dann P-E-A-R geschrieben und haute immer wieder Nägel in diese Rinde des Baumes, bis hinein in sein Fleisch praktisch, oder wie Holz heißt es in dem Fall. Ja? Baum hat kein Fleisch, aber Holz. Und dann, was antwortete der Mann? Er sagte, diese Bäume muss man richtig plagen, während sie blühen, damit sie Frucht ansetzen. Je mehr Nägel sie reinbekommen, umso mehr Frucht bringen sie. Diese Avocado-Pier-Bäume. Interessant. Und auch andere Bäume, auf manche Bäume werden sogar große Steine draufgelegt, damit sie umso stärker wachsen. Auch Leiden. Sieht aus wie Leiden, aber dient dann zum Segen. Das sind zwei schöne und sehr bemerkenswerte Bilder, um zu zeigen, dass Leiden zu geistlichem Wachstum führen kann, dass geistliche Frucht hervorgebracht wird. Widerstände führen dazu, dass wir stärker werden durch den Herrn in uns. Das kräftigt uns. Ja, wenn ihr immer mit dem Strom schwimmt, das gibt keine Muskeln. Aber wenn ihr mal gegen den Strom schwimmt, das gibt Muskeln. Wenn ihr immer den Wind im Rücken habt, das ist einfach. Aber wenn ihr gegen den Wind lauft, zum Beispiel in einem Herbststurm, das gibt richtig kräftige Lungen. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Ja, ich bin fast jeden Tag, wenn ich es zeitlich machen kann, im Wald unterwegs, bei Wind und Wetter. Und das kräftigt eben und ist ganz wichtig. Leiden kann zu geistlichem Wachstum führen. Das lesen wir auch in der Bibel. Alles, was ich hier sage, belege ich auch durch biblische Zitate. Hebräer 12, Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein.
Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Zunächst erscheint alles schwer und drückend, aber wenn wir das annehmen, wenn wir uns darin üben lassen, es stärkt uns und es bringt die Frucht der Gerechtigkeit, Frieden und Gerechtigkeit. Und so ist es auch, wenn man im tiefen Tal drinnen ist. Hier gibt es ja jetzt nicht so tiefe Täler wie bei uns oder gar in den Alpen. Da scheint die Sonne ja schon sehr früh untergegangen zu sein. Aber wir dürfen wissen, oben, ja, auf der Höhe ist immer noch die Sonne. Und wenn man selber im tiefen Tal drin ist, dann sieht man oft nicht drüber hinaus und denkt, die Sonne ist nicht mehr da, das ganze Licht ist weg. Und doch dürfen wir wissen, der Herr ist da, auch wenn wir vielleicht in einer Tiefphase sind, wenn es gerade mal nicht so gut geht, sei es in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, vielleicht auch in der Beziehung, in der Partnerschaft. Aber der Herr ist da und wir dürfen ihn um seinen Rat fragen und bitten, dass er uns wieder heraushilft. Ein weiterer Gedanke. Zum geistlichen Wachstum gehört auch, dass wir lernen können, zu unseren Grenzen Ja zu sagen. Wenn ein Mensch bettlägerig ist, kann er immer noch das eine tun, er kann beten für die anderen. Das ist auch ein segensreicher Dienst für ältere Geschwister oder für kranke Menschen. Und Leiden kann dazu führen, uns zu besonderen Diensten zu bevollmächtigen. Schaut euch einmal die Männer und Frauen der Bibel an. Ein Mose, wie wurde der zubereitet? Ist er sofort, wo er 20 Jahre war, berufen worden, hallo, da bin ich, jetzt führe ich das Volk Israel heraus? Oder wie lief das? Nun, da war er erstmal 40 Jahre am Pharaonenhof, hat dann einen Aufseher erschlagen, musste flüchten und war dann 40 Jahre in der Einsamkeit, in der Wüste, in der Stille bei seinem Schwiegervater Jethro mit der Zippora und hat dort erstmal auch Kinder bekommen. Und dann wurde er plötzlich berufen und da war er schon 80 Jahre alt am brennenden Dornbusch und hat dann 40 Jahre lang das Volk Israel, also Gott hat durch ihn das Volk Israel herausgerufen, aus Ägypten durch die Wüste gezogen. Also 80 Jahre lang wurde der Mose zubereitet, durch Leidenstäler, durch Verfolgung. Er hatte einen Totschlag oder Mord, wie man es jetzt nimmt, auf dem Gewissen. Das war auch Leiden dieses Aufsehers, aber Gott hat ihn trotzdem beauftragt, dieses Werk zu tun. Auch die Schuld kann einen kaputt machen und kann Leiden sein, das Bewusstsein, schuldig geworden zu sein. Und Hiob, das will ich jetzt gar nicht lesen, das ganze Buch Hiob ist ja ein Buch, da geht es über Leiden. Hiob hat alles verloren, außer seinem Glauben an Gott. Und das war das Entscheidende. Deshalb hat Gott ihn wieder eingesetzt und hat ihm das Vielfache zurückgegeben, als er, und zwar in dem Moment, als er für seine Freunde Fürbitte getan hat, für sie gebetet hat. Interessant, ja. Er hat nicht nur an sich gedacht, sondern auch für sie seine Freunde, die ihm zum Teil falsche Ratschläge gegeben hatten. Also nicht alles, was im Buch Hiob steht, dürfte jetzt einfach umsetzen. Das sind Dialoge drin mit Freunden, die zum Teil auch falsche Ratschläge dem Hiob geben wollen. Wir müssen die Bibelstellen im Zusammenhang lesen, ganz klar, ganz wichtig. Ist alles Gottes Wort, aber nicht, was jetzt jeder Freund im Buch Hiob zu ihm sagt, ist jetzt für uns gültig, sondern das sind einfach Ratschläge von denen, die da zitiert sind und dann werden sie auch widerlegt. Vor allem als Gott dann aus dem Wettersturm spricht. Ja, wer bist du, oh Mensch, dass du mit mir diskutieren willst, mit mir rechten willst, in der biblischen Sprache gesprochen. Paulus hat viel gelitten. Er war ja ein Christenverfolger, das hat sicher sein Gewissen später belastet, dass er manchen Christen auf dem Gewissen hatte, etwa auch den Stephanus, den ersten Märtyrer der Geschichte der Gemeinde Jesu. Paulus, damals noch Saulus, stand dabei und hat nichts dagegen getan, hat sich doch gefreut, dass sie diesen Stephanus qualvoll zu Tode gesteinigt haben. Leiden, das hat sein Gewissen belastet. Und dann später, als er sich bekehrt hatte vor Damaskus, wo Christus ihm erschienen ist, da war er zunächst einmal blind, bis ihm die Augen aufgetan wurden. Aber Gott hat ihm einen Pfahl im Fleisch gelassen, dass er nicht überheblich wird. So lesen wir auch im Neuen Testament. Leiden, das Gott nicht wegnahm, um ihn zuzubereiten für diesen großen Dienst, dass er nicht irgendwie sich überhebt oder abhebt oder denkt, ich bin jetzt was Besonderes. Vielleicht geht es euch auch mal so, dass Gott euch in einen noch größeren Dienst beruft, aber dass er euch auch einen Pfahl im Fleisch lässt, irgendein Leiden, eine Einschränkung, dass man merkt, ich
bin ganz auf Jesus angewiesen. Ich selber bin das gar nicht, der das tun kann für den Herrn. Der Herr wirkt durch mich, aber nur solange ich in seiner Hand bin, in der Abhängigkeit von ihm bin. Ich durfte das vielfach erleben. Ich sage es euch mal so, mal ganz vorsichtig, ich will jetzt nicht zu viel aus meinem Leben erzählen, weil es nicht jeder verkraften könnte. Ich könnte ein ganzes Horrorbuch zum Teil drüber schreiben, was ich alles erlebt habe. Aber auch viel Freudiges natürlich auch. Aber als ich noch nicht diese Leidenstäler durchlaufen hatte, da war ich auch sehr oberflächlich. Und ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, das müsst ihr beurteilen, ob es tiefgründiger ist. Man will sich ja auch nicht selber rühmen, das darf man auch nicht. Aber jedenfalls würde ich schon sagen, dass ich anders predige heute als damals vor 30 Jahren, bevor Gott mich durch die Leidenstäler geführt hat. Weil ich hatte das selber nicht erlebt, ich hatte kein Leiden erlebt, dann kann ich auch nichts darüber sagen. Ist an sich klar. Und man wird dann immer tiefer ins Wort hineingetrieben, immer mehr zu Jesus hingetrieben. Und ich habe diese Leiden als Christ erlebt, also nicht erst, nicht bevor ich Christ war, sondern im Glaubensleben. Und es gibt ja leider manche Kreise, die sagen, wenn du dich bekehrt hast, dann ist alles wunderbar, da passiert ja gar nichts mehr, immer Halleluja, Hände hoch und Halleluja. Kennt ja diese pseudocharismatischen Schwärmereien. Aber das ist eben nicht so. Auch im Christenleben haben wir vielleicht sogar vermehrtes Leiden, weil die Welt will ja nicht, dass wir missionieren zum Beispiel und verspottet uns und so weiter. Aber welcher Segen, wenn wir da festbleiben? Welche Gnade, wenn wir den Herrn bezeugen, auch mitten im Leiden? Ein Jeremia, das war ja der Leidensprophet, der hat einmal geklagt in Kapitel 20, Vers 18, warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Ja, klagen darf man, aber er hat Gott nicht angeklagt. Er ist trotzdem Gottes Prophet geblieben. Aber manchmal dürfen wir auch klagen, oh Gott, warum? Und hilf du mir doch heraus. Das ist nicht verboten. Der Herr sieht unser Herz und er sieht auch die Kraft. Leiden kann dazu führen, dass wir Geduld lernen und gerade auch das Leiden für Jesus. Darauf liegt ja die Verheißung der Seligkeit. Jetzt komme ich zum vierten und letzten Abschnitt. Der Weg zur Überwindung des Leidens. Natürlich, der erste Weg ist, dass Gott eingreift und das Leiden wegnimmt. Er kann eine Krankheit auch heute noch auf wunderbare Weise heilen, aber nicht als Sensationsshow auf der Bühne, das muss nicht sein, es gibt es in der Bibel nicht, sondern im Kämmerlein Jakobus 5, die Ältesten rufen, und der Herr wird den Kranken, wenn er seine Sünden bekannt hat, aufrichten. Das heißt nicht heilen, es heißt aufrichten. Das kann eine Heilung sein, das kann aber auch einfach eine Stärkung sein. Oder der Mensch stirbt dann irgendwann auch des Todes, den Gott für ihn bestimmt hat. Also alle Möglichkeiten gibt es. Gott kann heilen, Gott kann helfen, aber er macht es nicht in jedem Fall. Manchmal lässt er auch eine Krankheit, lässt er eine Situation, die schwierig ist, bestehen, dass wir, wie schon gesagt, nicht uns überheben. Also was tun wir, wenn Gott das Leiden nicht wegnimmt oder nicht alles Leiden wegnimmt? Was tun wir dann? Dann gilt es, sich durch das Leiden nicht vom Herrn wegtreiben zu lassen, sondern zu beten, näher mein Gott zu dir. Umso näher zu Jesus, umso näher. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht das tröstliche Wort. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Kernvers in der Heiligen Schrift, um in Leidenssituationen durchzuhalten. Den kann man sich dick an die Wand hängen, dass man immer wieder liest, wenn es einem wirklich mal schlecht geht. Merkt in euch diesen Vers, 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern der es so macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Zitat Ende. Das heißt, der Herr kennt deine persönliche Kraft, er kennt meine Kraft. Vielleicht hat jemand mehr Kraft im Leiden zu wachsen, ein anderer weniger. Und er wird dem, der weniger Kraft hat, auch nicht so viel auflegen, dass er darunter wirklich ganz kaputt ginge. Vorher sagt der Herr auch, stopp. Ja. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schwer krebskrank ist, da kann man auch manchmal beten, Herr, schenk, dass dieser Mensch nicht so lange leiden muss. Und der Herr
beendet das Leiden unter Umständen dann auch ziemlich schnell. Es gibt heute aber übrigens auch schmerzlindernde Mittel, Morphium und so weiter, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist nicht verboten. Allerdings, was absolut für einen Christen tabu sein sollte, das ist das, was heute so kommt, immer mehr in unserer gottlosen Gesellschaft, die Tötungsspritze und solche Dinge. Es ist dem Menschen nicht in die Hand gegeben, selber sein Leben zu beenden. Das ist genauso Mord, wie wenn ich jemand anders töten würde. Ich darf mir nicht das Leben selber nehmen. Das ist genauso eine Sünde vor Gott, wie Mord an jemand anderem. Aber es gibt heute so gute schmerzlindernde Mittel, auch bei schweren Krankheiten, dass es erträglich sein kann. Und wenn man im Kreis der Familie heimgehen darf, dann ist auch ein besonderer Trost und Segen. Das wünsche ich mir auch und wünsche ich uns allen, dass wir nicht irgendwo abgeschoben sein müssen in einem Zimmer, wo keiner hinkommt. Das ist sicherlich der Albtraum jedes, auch älteren Menschen. Ja, wie wird das dann einmal sein? Werde ich allein irgendwo in der Ecke letzten Atemzug tun oder sind meine Lieben bei mir und beten und singen Lieder für mich und für den Herrn natürlich? Ja, und dann ein wichtiger Gedanke aus Psalm 68, Vers 20. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Gott legt uns zwar Leiden auf, aber er hilft uns, er gibt uns die Kraft, Leiden zu ertragen. Das ist wichtig. Die Last lässt der Herr zu, aber er gibt auch die Kraft. Deshalb heißt es nicht unbedingt befreit sein von jedem Leiden, sondern den Herrn um Kraft bitten, das Leiden zu ertragen. Das ist die Lösung. Kraft erbitten, das Leiden zu ertragen. Die Frau des bekannten Pfarrers und Evangelisten Wilhelm Busch, also nicht der Zeichner, sondern der Evangelist, Pfarrer Wilhelm Busch, hat Folgendes berichtet. Ich zitiere einmal, als wir heirateten, wünschten wir uns 6 Söhne und alle sollten Posaune spielen. Solche Vorstellungen haben manchmal Pfarrer und Theologen. Und wir bekamen 2 Söhne und 4 nette Töchter. Aber unsere Jungen, so sagt Frau Busch, haben wir nicht mehr. Durch die schreckliche Krankheit plötzlicher Kindstod wurde uns zunächst unser kleiner Liebling genommen. Das ist, wenn ein Kind abends in die Krippe gelegt wird und morgens nicht mehr am Leben ist. Ja, ganz schlimm. Übrigens nur ein Tipp, Säuglinge möglichst nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Das nur aus dieser Erfahrung, die ich selber auch schon erleiden musste, mit plötzlichem Kindstod, möchte ich wiedergeben. Also auch Wilhelm Busch wurde ein Kind durch den plötzlichen Kindstod genommen. Das war das erste Kind. Der Kleine lag auf einmal leblos in seinem Bettchen. Mein Mann eilte das bereits tote Kindchen in seinen Armen ins nächste Krankenhaus. Man konnte nicht mehr helfen, es war tot. Und es ist dann oft so blau angelaufen, ja. Schrecklicher Schock. Sie hatten aber noch den zweiten Sohn und der hatte aber eine Krankheit, er war Bluter. Und ihr wisst, wenn sich so jemand verletzt, dann kann das sehr schnell vorbei sein. Und dieser Bluter musste mit 16 Jahren in den Krieg an die Front. Das war damals der Zweite Weltkrieg. Als Familie standen wir, so sagt Frau Busch, zum Abschied am Essener Bahnhof. Wir ahnten damals, unseren einzigen Jungen, der noch lebte, werden wir nie wiedersehen. Als die Todesnachricht dann wirklich eintraf, hat es uns hart getroffen. Wie unter einem Schock jagte mein Mann nach draußen. Freunde sagten ihm Trostworte, aber die Trostworte erreichten ihn nicht, obwohl er Gläubiger, Theologe und Pfarrer war. Ja. Wilhelm Busch, als ihr Mann, wollte abends den Jugendlichen im Weiglehaus froh die Botschaft von Jesus sagen, so wie ich es euch jetzt hier auch tue. Er hatte abends einen Dienst bei Jugendlichen, Jugendkreis. Er wollte diesen Jugendlichen froh die Botschaft von Jesus sagen. Und was war mit seinem eigenen Jungen, der nicht mehr lebte, fragte er sich. Schließlich schlug er das Neue Testament auf und las den Satz, wo Jesus spricht, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden. Das traf ihn. Dann hat er den Herrn Jesus Christus angerufen. Herr, ich will dich jetzt nichts fragen, aber bitte gib mir deinen Frieden. Auch damit ich diesen Dienst bei den anderen Jugendlichen, die im Alter seines Sohnes damals waren, halten konnte.
Und dann schreibt Frau Busch abschließend, das Großartige geschah, plötzlich bekam er tatsächlich den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Noch am gleichen Abend konnte er im Jugendhaus anderen Jungen die Botschaft von Jesus Christus sagen. Sie schreibt sogar, froh konnte er sie sagen. Das kann nur Gott tun. Und später bekannte er immer wieder, ich bin in meinem Leben über dieses Leid nie hinweggekommen. Ein Freund half ihm, dann musst du eben drunter bleiben, sagte er ihm unter diesem Leid. Er hat zwar den Abend halten können, aber natürlich der Schmerz ist geblieben, zwei Kinder zu verlieren. Soweit dieser Bericht von Emma Busch. So, ich komme jetzt so langsam zum Ende. Ihr wisst ja, wenn ich das sage, dauert es manchmal doch noch ein bisschen länger, aber ich will euch schon mal trösten. Es ist wichtig, folgenden Unterschied festzuhalten. Überwindung des Leidens bedeutet eben nicht, dass wir befreit sind von jedem Leiden. Ich sage es nochmal, Überwindung des Leidens bedeutet nicht, dass wir befreit sind von jedem Leiden. Es kann uns immer noch Leid und Not und Krankheit und Tod treffen. Wir leben in der gefallenen Schöpfung. Leiden wird erst überwunden sein im himmlischen Jerusalem. Im Königreich Gottes, erst dort wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen. Offenbarung 21, Vers 4. Jetzt gilt es uns aber, die Kraft zu erbitten, und das geschieht nur, wenn wir in Verbindung mit demjenigen sind, der selber durch das Tal des Leidens geschritten ist. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Das ist die einzige Basis, auch bei Wilhelm Busch und bei allen anderen, die durch Leidenstäler geführt wurden, auch bei mir. Das ist die einzige Basis, dass wir das Leiden ertragen können. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, dem wurde sein Leiden zu groß und sein Kreuz, das er tragen musste, zu schwer. Also symbolisch zu tragen, das Kreuz. Der ist jetzt nicht immer mit dem Kreuz durch die Stadt gelaufen, aber dieses Kreuz, dieser Lasten, die er tragen musste. Und eines Tages oder eines Nachts träumte er, ein Engel führte ihn zu einem Haufen von verschiedenen Kreuzen. Und von diesem Kreuz dürfe er sich eines aussuchen. In diesem Traum. Eines, das besser zu ihm passen könnte als das, welches er bereits trug. Nun aber an dem einen Kreuz, das er sich anschaute, waren die Kanten zu scharf. Das kam nicht in Frage. Das schnitt zu tief in sein Fleisch. Bei einem anderen war ihm der Querbalken zu lang. Auch dieses Kreuz wollte er nicht tragen. Und so probierte er viele Kreuze durch und hatte an allen irgendetwas auszusetzen. Keines passte richtig, bis er ein Kreuz plötzlich fand, das ihm von allen Kreuzen am passendsten erschien. Und siehe da, es war genau das Kreuz, das er tragen musste, das er schon trug. Ja. Und mit dieser Erkenntnis wachte er auf und war getrost und nahm dankbar seine Last an, die er zu tragen hatte. Noch eine Geschichte, eine erfundene Geschichte, aber die kann uns trotzdem etwas lehren. In dem weithin bekannten Buch Leid, warum lässt Gott das zu, erzählt der Journalist Peter Hane von einer erfundenen Gerichtsverhandlung. Eine solche Verhandlung kann es nie geben, obwohl die Menschen manchmal sich sowas wünschen, eine solche Verhandlung führen zu können. Nämlich am Ende der Zeiten hat sich eine leidgeplagte Menschheit entschlossen, Gott anzuklagen. Gott auf der Anklagebank, da hätten ihn gern viele, ja? Gott, dem es in seinem schönen Himmel so gut geht, sagten sie. Auf der Erde dagegen herrschen ja Kriege, Katastrophen und viele Arten von Leiden. Und die Menschen verurteilen Gott schließlich zu folgender Strafe. Erstens, er soll als Jude auf die Welt kommen, denn die Juden sind ja immer brutal verfolgt worden. Zweitens, er soll unehelich geboren werden. Man soll nicht wissen, wer der Vater ist, weil uneheliche Kinder und ihre Mütter große Entehrung und Entbehrung erfahren müssen. Drittens, er soll von seinen engsten Freunden verraten und von seinen Feinden mit falschen Anschuldigungen überhäuft werden. Und viertens, er soll schließlich grausam verspottet, gequält und getötet werden. Das ist die Strafe, die diese leidgeplagte Menschheit über Gott ausspricht. Und triumphierend schreien sie ihr Urteil hinaus. Aber plötzlich geschieht etwas Seltsames. Plötzlich wird es ganz still. Und plötzlich flüstern sie einander etwas zu. Und es geht ein Raunen durch die Reihen. Und ja,
was ist geschehen? Einer nach dem anderen hat erkannt, dass Gott genau das schon getan hat. Er kam in seinem Sohn Jesus Christus als Jude auf die Welt. Man hat Maria verschrien, sie hätte ein uneheliches Kind. Er wurde dann später von seinen engsten Freunden verraten, verspottet. Er wurde von seinen Feinden geschlagen und schließlich ans Kreuz genagelt. Jesus Christus. Gott ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen, hat genau alles dieses Leiden auf sich genommen, aus Liebe zu uns. Er, der unschuldige Sohn Gottes, kam auf diese Erde und starb für unsere Schuld. Und deshalb schenkt Jesus Christus uns die Kraft, das Leiden zu ertragen, wenn wir in Verbindung mit ihm sind. Seine Kraft ist in uns mächtig. Seine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung, schreibt der Apostel Paulus. Das ist die Lösung, die einzige Antwort, um auf das Leiden richtig einzugehen, um unter dem Leiden nicht zu zerbrechen. Im Leiden dürfen wir uns ganz auf unseren Herrn Jesus Christus verlassen und in seinen Händen geborgen wissen. So schreibt der Apostel Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und ein Hiob kann ausrufen, inmitten des Leidens, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott schauen. Hiob 19, Vers 25 und 26. Und ein letzter Vers zum Abschluss. In Philipper 3, Vers 10 und 11 schreibt der Apostel Paulus wiederum, ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Seht ihr, das ist das Ziel. Nicht die Leiden und auch das Kreuz ist nicht das Letzte, sondern die Auferstehung. Der Sieg Jesu Christi, der Auferstandene, der Fürst des neuen Lebens. Wir dürfen, wenn wir seine Kinder sind, mit ihm auferstehen zur Seligkeit, zur himmlischen Herrlichkeit. Und da wird es wirklich kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Krankheit, keinen Tod mehr geben, sondern ewige Seligkeit, ewige Freude. Und dorthin kommt man allein, wenn man Jesus Christus im Glauben, im persönlichen Vertrauen angenommen hat. Wenn man erkannt hat, Herr Jesus, du bist stellvertretend für mich gestorben. Ich nehme dieses Opfer, dieses Blutvergießen zur Sühnung meiner Schuld und Sünde für mich in Anspruch. Bin reingewaschen und habe freien Zugang zum Himmel. Und jetzt komm durch deinen Heiligen Geist in mein Herz. Stärke mich, damit ich inmitten der ganzen Angriffe in dieser Welt des Leidens und auch des Todes in dir geborgen bin. Und dann werde ich ans Ziel gelangen und werde in der ewigen Freude bei dir sein. Amen.